Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Zwillingbox von Die Lochis. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Zwilling von Die Lochis, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Es ist das erste Album, das Debütalbum von den beiden Zwillingen. Zwilling nennt sich das Ganze passenderweise. Wir haben hier eine quadratische Box. Hier oben lesen wir einmal den Namen der beiden, die Lochis, so nennen die sich. Dann haben wir hier den Albumtitel mit einem Hashtag davor, und zwar Zwilling. Und ansonsten haben wir hier dann noch bunte Streifen, die sie hier so durchziehen. Ansonsten die Box in dunkelgrau gehalten. Hier haben wir dann auch wieder die Lochis Zwilling stehen. Dann die beiden Gesichter, zumindest zur Hälfte. Und dann haben wir das Ganze hier durchnummeriert. Meine Box ist hier Nummer 5620. Sehr schön. Auf der rechten Seite dann auch wieder die Gesichter, jeweils zur Hälfte mit dunkelgrau und bunten Streifen. Und diese Optik zieht sich hier rundum. Auf der Unterseite haben wir hier einen Barcode und die Beteiligten. Sehr schön. Gut, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze geht hier auf. Der Deckel der Box ist abnehmbar. Von innen auch wieder in dunkelgrau bzw. in schwarz gehalten. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Album an sich im regulären Jewel Case. Dann haben wir hier ein Stoffbändchen, um diese Ebene hier zu entfernen. Und dann kommen wir zum weiteren Inhalt. Eine Cap ist mit dabei. Das Album in der Karaoke-Version. Diverse Sticker. 1, 2 und 3 Sticker an der Zahl. Sowie einer unterschriebenen Autogrammkarte. Jawohl. Dann packen wir das hier wieder rein. Ebenso wie den Boxdeckel. Dann machen wir das mal zur Seite und starten mit dem Inhalt. So, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Der Rest bleibt nochmal zur Seite. Also, so sieht das aus. Auch hier wieder diese schwarz-graue Optik, die wir von der Box kennen. Die beiden Herrschaften wieder zur Hälfte im Bild. Dann lesen wir hier in der Mitte wieder die Lochis und Zwilling, in diesem Fall in Gelb, nicht mehr in Rosa, wie auf der Box. Und das Ganze kommt in einem regulären Jewel Case. Auf der Seite lesen wir, so rum ist besser, die Lochis und Zwilling. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 13 Stück sind es geworden. Wir haben hier keinerlei Features. Darunter haben wir wieder einen Barcode plus die Beteiligten und hier Social Media der beiden. Dann werfe ich mal einen Blick ins Innenleben. Ein Flyer plus das Booklet. Also, wir kommen zuerst zum Booklet. So sieht das aus. Dann haben wir einen der beiden. Und dann haben wir hier die Lyrics. Das gefällt mir schon mal gut, dass man hier wirklich die Texte abgedruckt hat, Wort für Wort. Dann kann man hier nachlesen oder mitsingen. Sehr schön. Kann man auch gut lesen hier. Weiß auf dunkelgrau. Das ist auf jeden Fall gut gemacht. Also, ihr seht schon, sehr textlastiges Booklet. Bei den einzelnen Tracks steht natürlich auch dann immer noch dabei, ich hoffe, man kann es hier lesen, ja, wer hier mitgewirkt hat, also wer die Musik beigesteuert hat, wer den Text geschrieben hat, all das kann man dann hier nachlesen. Und zum Abschluss haben wir dann noch die Credits zum Album, wer hier so beteiligt war. Jawohl. Gut, dann haben wir eine umfangreiche Danksagung, also die komplette letzte Seite, der ganze Text hier ist eine Danksagung. Könnt ihr euch natürlich gerne anhalten und im Detail durchlesen. Hier spare ich das jetzt mal. Das wird auf jeden Fall den Rahmen sprengen zeitlich. Und wir haben hier einen Flyer zur Open Air
Tour bzw. zur regulären Tour. Also einmal die Lochis Sommer Open Airs und einmal die Zwilling Tour 2016 und 2017. Das waren die Dates. Auf der Rückseite nochmal im Überblick. Jawohl. Gut, dann packen wir das Ganze wieder zurück in die Hülle. Einmal das Booklet und einmal der Flyer. So, dann kommen wir zur CD. Auch hier wieder in dunkelgrau und gelb. Und die Rückseite in dunkelgrau. Damit nicht genug. Wir haben neben dem regulären Album auch noch eine Instrumentalversion. Hier steht Karaoke-Version, aber es werden wohl die Instrumentals darauf sein. Bedeutet, man kann dann nur die Beats hören, nur die Musik und dann mitsingen. Eben so wie Karaoke. So sieht das aus. Das ist die CD. Karaoke-Version hier in Pink. Und das Ganze kommt in einer Papphülle. Also die 13 Tracks des Albums, die wir hier drauf haben, hatten hier eben in der Instrumentalversion. Dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte. Hier sind die beiden abgebildet. Links Heiko, rechts Roman. Und ich schaue es mir gerade an. Okay, es ist nicht unterschrieben. Das Ganze ist hier aufgedruckt. Schade. Also ich muss ehrlich sagen, wenn man schon Autogrammkarten macht, dann sollte man diese auch unterschreiben. Aber ja, da auf der Rückseite sieht das Ganze dann so aus. Social Media, Auftritte und dann hier noch vermerkt, wer dieses Foto geschossen hat. Majik Asato. Sticker sind mit dabei. 3 Stück an der Zahl. Wir haben einmal hier quadratisch diesen Sticker hier, einfach das Albumcover nochmals mit dem weißen Rahmen. Dann haben wir kreisförmig einen Lochis-Sticker. Hier lesen wir einfach weiß auf schwarz die Lochis. Das Ganze lässt sich dann hier so rauslösen und dann hat man den Sticker eben kreisförmig. Und dann haben wir rechteckig im Querformat Zwilling hier in gelb. Jawohl. Gut, und als letzten Boxinhalt haben wir hier die Cap. Also, wir haben hier auf der Vorderseite den Schriftzug die Lochis. Dann haben wir den Schirm der Cap in diesem Muster, wie auch schon das Boxdesign oder das Artwork generell gehalten wurde, hier in diesen dunkelgrauen Formen. Dann lesen wir hier links auch wieder Hashtag Zwilling. Auf der rechten Seite steht weiter nichts. Und auf der Rückseite haben wir das Ganze hier mit einem Verschluss. Also wir haben hier eine klassische Snapback. Die Lochis lesen wir hier auf diesem Zettelchen, sonst nichts. Und das ist natürlich hier dann, um die Größe einzustellen, bedeutet, je nachdem, was euer Kopf so hergibt, wie groß der ist, könnt ihr dann hier individuell die Größe anpassen und nach eurem Kopf ausrichten. Von innen das Ganze hier in Schwarz und Weiß. Wir haben dann hier auch noch in diesem Neongelb wieder den Schriftzug, die Lochis und Zwilling. Jetzt würde mich noch interessieren, ob wir hier irgendwo etwas finden zum Material oder ähnliches, aber nein, ich kann hier leider nichts finden. Das wurde scheinbar rausgelöst. Okay, also keine Rückschlüsse, aus was die Kappe ist. Aber ich gehe mal davon aus, so wie diese meisten Snapbacks, dass die hier aus Baumwolle ist. So sieht der Schirm von unten aus. Auch hier wieder in dunkelgrau. Jawohl. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Snapback in Schwarz. Dann haben wir 3 Sticker. Einmal im Querformat, einmal kreisförmig und einmal quadratisch, die 3 Sticker. Die Autogrammkarte, ebenfalls im Querformat, so Postkartengröße, wie gesagt nicht unterschrieben, sondern bedruckt. Die Instrumentals zum Album, die kommen hier in einer Papphülle, die 13 Tracks. Und natürlich das Album an sich mit den 13 Tracks im regulären Jewelcase. Jawohl. Das alles
in dieser wunderbaren Box, Zwilling von Die Lochis. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Die Lochis unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.